Sie sind die erste Preisträgerin in der Kategorie Wissenschaft und zählten im Vorjahr außerdem zu den meistzitiertesten Wissenschaftlern Österreichs. Was ist das Hauptthema Ihrer Forschung? Also wir beschäftigen uns mit der Vielfalt von Mikroorganismen, das nennt man auch Mikrobiome, vor allem im Boden und in der Pflanze. Und die Mikroorganismen, die Mikrobiome sind ja bekannter bei Menschen, die Darmflora, ja, die unerlässlich ist für unsere Gesundheit. Und eben ähnlich ist es mit der Pflanze und dem Boden. Also diese Mikroorganismen sind notwendig, damit Pflanzen überhaupt überleben können in normalen, unter normalen, also stressvollen Bedingungen, unter verschiedenen Stress, Pathogenstress. Und wir erforschen, wie diese Mikroorganismen funktionieren und entwickeln daraus bestimmte Anwendungen, um die Pflanzenproduktion zu verbessern, nachhaltiger zu gestalten und letztendlich die Lebensmittelqualität zu verbessern. Sie sind mittlerweile sehr erfolgreich in dem, was Sie tun. Frauen sind in der Wissenschaft aber immer noch deutlich in der Unterzahl. War für Sie schon als kleines Mädchen klar, dass Sie einmal in einem naturwissenschaftlichen oder technischen Beruf Fuß fassen wollen? Nein, überhaupt nicht. Also eigentlich, mich haben viele Dinge interessiert im Gymnasium. Ich bin eigentlich in ein sprachliches Gymnasium gegangen. Aber auch die Naturwissenschaften, und ich hatte dann mehrere Optionen zur Auswahl und habe mich dann damals noch für die technische Chemie entschieden, habe technische Chemie studiert, aber dann eben in die Richtung Biotechnologie und ja, Mikrobiologie gegangen. Ja. Aber es war mir nicht, nein, es war nicht klar. Was glauben Sie, sind die Eigenschaften, die man unbedingt mitbringen muss, wenn man in der Wissenschaft erfolgreich sein möchte? Ich glaube, man muss die Leidenschaft mitbringen, das wirklich Interesse, Neugier, aber natürlich auch Standfestigkeit, einfach wirklich einfach Probleme durchzustehen und einfach weiterzumachen, wenn es halt einmal schwieriger wird. Aber vor allem die Leidenschaft und das Interesse an Lösungen zu finden und die Welt zu entdecken.